Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge in deinem Lieblingspodcast in der ProVita Lebensfreude Lounge. Und das ist ganz spannend. Immer bevor ich Call habe oder hier so eine Podcastaufnahme, überlege ich und dann kommt mein Kopf so und dann kommen so, müsstest du jetzt nicht irgendwie dich hinsetzen und brainstormen, worüber du redest oder irgendwas, keine Ahnung, müsstest du dir nicht mehr Gedanken machen oder dich mehr in Verbindung setzen oder so, wobei wir ja immer in Verbindung sind. Und dann finde ich es immer wieder spannend, dass kurz vorher dann immer wieder Impulse kommen, wo ich dann etwas über mich selber erkenne oder über das Leben selber erkenne. Und dann denke ich, ja genau, das ist genau das, was es jetzt gerade braucht, worüber wir sprechen. Und zwar geht es heute um Ziele. Du weißt selber noch gar nicht, worum es geht. Also das kam jetzt wirklich ganz neu. Das ist meistens so, wenn wir das jetzt hier aufnehmen in letzter Zeit, dann das fließt einfach. Und ja, für heute habe ich gespürt, heute sind Ziele dran. Und zwar, wie du dir Ziele setzen solltest und warum du sie niemals erreichen solltest. Und das ist ja mal spannend. Ja, genau, weil wir lernen ja, wir setzen uns ein Ziel und wir sollen das ja auch erreichen. Ne? Wir wollen das ja auch erreichen. Ne? Dafür setzen wir uns ja ein Ziel. Wir wollen ja kein Ziel haben, das wir eh nicht erreichen oder so in dem Sinne. Aber jetzt pass auf, wie wertvoll es ist, wenn ich mir ein Ziel setze, das ich niemals erreichen kann. Denn es gibt kein Ziel, das wir uns setzen können, das, wenn wir es erreichen, uns nachhaltig glücklich machen wird. Das ist nämlich diese Verantwortung, die wir einem Ziel übertragen, wenn wir es setzen und es unbedingt erreichen wollen. Dann sagen wir nämlich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, wenn ich die Millionen habe, wenn ich dann endlich mal einen tollen Partner habe, wenn meine Freundin aufhört, über diese Dinge zu sprechen oder was auch immer man sich für Ziele setzen kann, das geht ja in alle Richtungen. Selbst wenn du dieses Ziel erreichst, das wird dich nicht nachhaltig glücklich machen, weil, wenn wir jetzt mal zurückblicken in die Vergangenheit, gab es sicher schon Momente, wo du dir gedacht hast, ha, vor einem Monat oder vor einem Jahr war das noch mein Problem. Das ist gar nicht mehr so. Und trotzdem fühle ich mich gerade noch nicht vollkommen. Und trotzdem habe ich jetzt gerade ein anderes Ziel gefunden, dem ich jetzt hinterher renne. So. Und es gibt da auch tausende Geschichten von also es geht ganz einfach darum, dass du dir bewusst machst, dass es nicht die Ziele sind, die dich wahrhaftig glücklich machen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem wichtig, sich Ziele zu setzen. Jetzt würde ich das Wort an dich geben, dass du erklärst, warum sollen wir uns dann überhaupt trotzdem Ziele setzen? Ja. Das ist so ein spannendes Thema und es ist auch sehr gut, dass ich nicht wusste, was für Thema du für heute ausgewählt hast, weil nur dann kann es ja auch wiederum fließen. Und darum geht es ja auch letzten Endes auch beim Zielesetzen. Ja. Idee zu haben und dem dann zu folgen. Und bei großen Zielen auch gar nicht zu wissen, wie sollten das funktionieren. Weil da, wo wir jetzt als Familie stehen mit einem gemeinsamen Business oder sowas, das war ja auch mal ein Ziel von mir, ein Traum von mir, ohne zu wissen, wie das funktioniert. Warum ist es dennoch so wichtig, dass wir uns Ziele setzen? Naja, stell dir ein Schiff vor, metaphorisch gesprochen, das irgendwo auf dem Meer rumschippert. Ohne Kapitän. Ohne Navi.
Das schippert hierüber, das schippert darüber, wie der Wind gerade weht. Kommt der Wind von da, geht es darüber, kommt der Wind von da, geht es darüber, kommt er von vorne, wird es zurückgedrückt. Es kann nirgendwo ankommen. Und wenn ich mir ein Ziel setze, dann nehme ich als Kapitän oder Kapitänin, um die weibliche Variante jetzt hier zu nehmen, das Ruder auf dem Schiff meines Lebens in die Hand und sage, da geht's lang. Und da ist ja dann auch das, ich sage es jetzt mal wirklich in dem Kontext, das rettende Ufer. Und dann kann ich darauf zukommen. Oder wenn man es mal mit der Natur verbinden, unabhängig vom Wasser, da oben ist der Gipfel und dann gehe ich los und komme da oben an. Das ist das Ziel, Gipfel meiner Ziele. Was wäre aber, wenn es gar nicht darum ginge, unbedingt auf jeden Fall auf Biegen und Brechen am Gipfel anzukommen? Weil das ist das Thema, wo ich schon auch mal dran zu knapsen hatte in meinem früheren Leben, dass ich auch schon gesagt habe, lass mich in Ruhe mit Ziele setzen. Ich will davon nichts mehr wissen. Ich erreiche es ja eh nicht, weil ich total frustriert war. Es hatte damit, hing damit zusammen, dass ich mir Ziele gesetzt habe, die überhaupt nicht meinem Seelenplan entsprochen haben, sondern geguckt habe, was haben denn die anderen so Ziele, ne? Traumhaus und Yacht und keine Ahnung, was auch immer. Das ist auf meiner Zielcollage gelandet. Naja, da habe ich keine Verbindung dazu. Ich wollte frei auf der Welt unterwegs sein und nicht eine Immobilie haben, die mich immobil macht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Das heißt ja nicht, dass in nächstes Jahr ein Traumhaus als Immobilie mein Eigentum auf meiner Zielcollage noch landet. Aber dann kommt es aus mir heraus, weil ich dann auch in einer ganz anderen finanziellen Situation bin und sowas aus der, ich sag's jetzt mal, schwarz-weiß aus der Portokasse zahlen könnte. Ist was anderes. Dann macht es mich nicht immobil, dann ist das eine wahre Wertanlage. Und ich zahle eine 50 Jahre an irgendetwas ab. So, und jetzt kommt's, wenn man jetzt nochmal, deshalb ist das Gipfelbeispiel jetzt vielleicht ein bisschen besser metaphorisch gesprochen. Viele, viele Menschen stehen hier, würden zwar gerne hierhin, gehen aber deshalb erst gar nicht los. Oder gehen erst gar nicht los, weil sie nicht wissen, wie. Oder weil es nicht ihre eigenen Ziele sind, die nicht wirklich matchen. Oder denken halt, naja, es wäre ja schon schön, wenn, aber wenn nicht, ist auch okay. Und da ist per se nichts falsch dran. Nur mal zum Bewusstmachen. So, wenn ich mir jetzt aber mal Ziele setzen, die wirklich mir selbst, meinem Herzen, meinem Seelenplan entsprechen und die so groß sind, wenn wir das nochmal als Gipfel holen, wo ich null Plan habe und der Kopf einfach nur rebelliert, wie sollte das funktionieren? Und ich dennoch einfach den Impulsen folge, die ich immer wieder bekomme und gehe, umsetze, erste Erfolge habe. Und selbst wenn ich in meinem Leben dann in Anführungsstrichen nur bis hierhin komme und den Gipfel gar nicht erreiche, weil einfach meine Lebenszeit, warum auch immer meine Seele sich dafür entschieden hat, so jetzt ist Zeit für Next Level, für nächstes Leben, was auch immer, dann bin ich ja immer noch weitergekommen in meinem Leben, als wenn ich hier stehen geblieben bin und erst gar nicht losgegangen bin. So hilfreich, das mal unter diesem Aspekt zu sehen. Und jetzt bringen wir ein ganz, ganz wichtiges Wort mit rein. Und das Wort lautet Wachstum. Weil Ziele sind dafür da, dass du wächst, dass du von dem Punkt aus, wo du gerade bist, dir ein Ziel setzt, ich möchte dahin und dann wächst du dahin. So. Und jetzt kommt vielleicht eine unpopular Opinion. Das Gefühl, was kommt, wenn wir ein Ziel erreichen, ist meistens nicht pures Glück und nachhaltiges Glück und pure Erfüllung und Lebensfreude, sondern Erleichterung. Das ist das, was sich im ersten Moment so gut anfühlt, weil wir haben es erreicht, wir haben es geschafft, oh, sei Dank. Puh, jetzt kann ich mal kurz ausruhen, jetzt genug, ne? Und dann, ah ja, hier ist immer noch nicht so gut. Ah ja, komm, machen wir das nächste Ziel, ne? Komm, jetzt weiter. Und dann sind wir irgendwann ausgebrannt. So, vielleicht dann auch der Burnout, ne? Kann man auch auf seinem Herzensweg, wenn man da zu sehr noch in diesen Zielen, in diesem Ego-Ziel drin ist, ich muss das jetzt erreichen, dann passiert sowas. So. Und
Ja, auf der einen Seite können wir das jetzt, ne, so wie du es jetzt gesagt hast, auch kommen wir nicht mehr mit Zielen. Ich habe keine Lust mehr, mir irgendwie Ziele zu setzen und lass mich jetzt, ich erreiche die ja eh nicht. Und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, setz dir Ziele, die du nicht erreichen kannst. Habe ich es gesagt oder habe ich es nur gedacht? Auf jeden Fall ist das so die Essenz. Also es geht nicht darum, sich keine Ziele mehr zu setzen, sondern sich Ziele zu setzen, die du niemals erreichen kannst. Weil du dann, und dann zu verstehen, dass der Weg, also im wahrsten Sinne, das ist jetzt kein abgegriffener Spruch, sondern der Weg ist das Ziel. Und das ist das, worauf ich hinaus will, weil wir können in dem einen Monat machen wir uns noch Sorgen um, und lass mich einfach ein Beispiel nehmen aus meinem eigenen Leben. Da gab es dann eine Zeit lang, wo Geld war einfach da. Ne? Und, aber ich also innerlich war irgendwie, da war irgendwie Leere, da war irgendwie, ja, ne? Gut, um Geld brauche ich mir jetzt gerade keine Gedanken zu machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll und Leere, Langeweile und so, was ist das Leben überhaupt? So, und ich kenne auch eine Phase, wo dann das Geld weniger da war, aber dafür innerlich halt total irgendwie erfüllt und mit dem, was ich tue und so und einfach glücklich und so, aber gleichzeitig halt mit diesen Sorgen um das Geld. So, das heißt, du kannst das, bei dem einen hast du dann so die Situation, wo du dir Sorgen um diese eine Sache machst. Und dann hast du die zwar erreicht, aber dann ist eine andere Sache nicht. Und dann bist du wieder auf der Suche und wieder auf der Suche. Und das ist der Grund, warum wir den Weg unbedingt als das Größte sehen dürfen. Das heißt ja auch, dass es kein Ziel gibt, das mich wirklich glücklich macht. Das heißt, wenn ich es nur auf Ziele betrachte, könnte ich ja niemals glücklich sein. Niemals. Und das ist der Grund, warum wir anfangen, jetzt glücklich zu sein. Und es gibt diese zwei Komponenten, dass ich auf der einen Seite wirklich verstehe, es geht darum, jetzt glücklich zu sein, jetzt dankbar zu sein und nicht, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dankbar zu sein, sondern jetzt, 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 jetzt dankbar sein, glücklich sein und sich das erlauben und immer wieder sich daran zu erinnern, dass ich jetzt glücklich bin, glücklich sein darf. Und da kann man auch noch mal tiefer reingehen, aber lassen wir uns das jetzt mal kurz so stehen. Und auf der anderen Seite heißt das auch nicht, dass ich dann stagniere oder einfach stehen bleibe in meinem Leben, weil ich soll jetzt eh glücklich sein mit allem, was ist. Nein, ich habe ja mein Riesenziel, mein Nordstern, nenn's Nordstern. Das Konzept finde ich auch sehr spannend, wo ich mich einfach hinbewege, wo ich einfach sage, ich wachse trotzdem weiter. Und dann suche ich mir aus, was mein Ziel ist, sei es, keine Ahnung, irgendwas, was ich mir nicht vorstellen kann oder irgendwas, was so groß ist oder was so vielschichtig ist, dass ich es in seiner Gänze vielleicht niemals erfahren kann. Sagen wir mal, nehmen wir mal das Thema bedingungslose Liebe. Wenn ich das zu meinem Nordstern mache, es ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, das in sehr, sehr viele verschiedene Facetten und Richtungen gehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einer Lebenszeit alles erfahren kann. Ne? Aber ich kann das wie ein Nordstern behandeln und mich immer und immer und immer wieder darauf ausrichten. Immer wieder verstehen, dieser Moment jetzt, den ich jetzt gerade lebe, in dem Moment, also wo ich das jetzt hier gerade spreche, in dem Moment, wo du dir das gerade anschaust oder anhörst, dieser Moment, der hat schon alles. Und ich richte all mein Denken, all mein Tun und all meine Worte und alles, was ich bin, richte ich nach diesem Ziel aus. Zum Beispiel bedingungslose Liebe oder Freiheit oder Lebensfreude. Oder es dürfen natürlich auch materielle Ziele sein. So ist es ja auch nicht. Ich nenne das jetzt einfach mal in so dieser Vielschichtigkeit. Es geht einfach nur darum, dass du dir Ziele setzt, die so groß sind, dass du dich danach ausrichtest und damit in den Frieden gehst, dass es nicht darum geht, sie zu erreichen, sondern den Weg dahin zu genießen. Denn du bist Schöpfer deiner Wirklichkeit und das, wofür deine Seele hergekommen ist, ist zu erschaffen, zu kreieren, dem kreativen Selbst Ausdruck zu verleihen. Und
nehme da auch noch gern das Bild, das Beispiel von dem Künstler noch mit rein, um das auch, um das irgendwie nochmal bildlich zu haben. Ein Künstler, dem geht es ja nicht darum, ein fertiges Gemälde oder 10 fertige Gemälde in seinem Atelier stehen zu haben, sondern der hat so eine Leidenschaft und so eine Freude und so eine Liebe daran, zu malen, zu zeichnen und diesen Entstehungsprozess dabei zu sein und es zu beobachten für sich selbst. Es geht nicht darum, dass das Bild fertig wird. Das ist ein schöner Moment, wenn das Bild fertig wird. Aber das noch viel Schönere ist der lange Prozess, der Weg dorthin des Malens, des Erschaffens, des Kreieren, des Ausdruckgebens seines Innersten. Und dafür ist das Leben gedacht. Ja. Und das ist immer etwas als Augenöffner nochmal, was immer, immer, immer an unserer eigenen Entscheidung liegt. Da ist eben so schön von besprochen, Stichwort Dankbarkeit und sich glücklich fühlen, sich erfüllt fühlen. Das ist eine Frage der Entscheidung. Ja, wenn es einem gerade nicht so gut geht, dann ist das nicht die leichteste Challenge zu sagen, hey, ich fühle mich jetzt glücklich, alles gut. Aber ich kann mich fragen, was kann ich denn jetzt tun, um mich glücklich zu fühlen? Unabhängig vom Kontostand im Außen, unabhängig von sonstigen Situationen im Außen. Ich bekomme einen Impuls. Das kann sein, wag einfach mal ein Tänzchen mit dir. Der Kopf rebelliert dann und sagt, na, darauf habe ich jetzt wirklich gerade keine Lust, irgendeine Musik zu hören, um mich in ein anderes Statement zu versetzen. Aber wir alle wissen doch, wenn wir dem dann folgen, wie fühlen wir uns denn anschließend, weil wir uns dafür entschieden haben. Oder so was Simples, Einfaches, was ich auch schon mal gerne mache, einfach hier, Thymusdrüse klopfen. Ich fühle mich glücklich, ich fühle mich glücklich, ich will mich glücklich fühlen, ich fühle mich glücklich, ich will mich glücklich fühlen. Ich entscheide mich jetzt dafür, mich glücklich zu fühlen, ja? So mit den eigenen Worten. Und dann merkt man, wie die Energie switcht. Und das sende ich dann schon wieder aus ans universelle Feld. Und das universelle Feld, was da matcht, kriege ich mehr davon. Dann finde ich noch mehr Gründe, mich glücklich zu fühlen. Weil was für ein Glück ist es denn als simples Beispiel? Ich kann jetzt hier rausgucken in den blauen Himmel. Ich sehe bunte Farben. Wir beide können miteinander sprechen. Ich habe hier einen leckeren Tee stehen. Was für ein Glück. Was für ein Glück, dass ich hier bin. Was für ein Glück, dass mein Herz einfach immer schlägt, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Was für ein Glück, dass wenn ich einen Tee trinke, meine Zellen und Organe ganz genau wissen, was da zu tun ist. Was für ein Glück, dass ich nicht irgendwann überlaufe, sondern irgendwann den Impuls bekomme, zur Toilette zu gehen und wieder ein bisschen was loszulassen. Was für ein glückliches Wunder ist das eigentlich? Was für ein glückliches Wunderwerk sind wir eigentlich? Und wie viel mehr können wir mal bitte darauf die Aufmerksamkeit richten? Und wie viel mehr erschaffen wir uns denn davon? Ja, und das ist, du hast jetzt mehrfach das Wort matchen benutzt. Und das ist vielleicht auch noch ganz, ganz, ganz wertvolle andere Perspektive. Also ich habe jetzt das eben vorhin mit dem Nordstern gesagt. Und das ist jetzt mal so ein Bild. Ja, also manchen hilft das eine Bild besser, manchen das andere. Ich finde beide gerade sehr gut. Das eine ist das mit dem Nordstern, dass ich halt weiß, ich richte mich immer wieder nach meinem Ziel aus, nach diesem einen Ziel und immer wieder neu und immer wieder, ah ja, da geht's lang. Okay, und dann verwirre ich mich vielleicht wieder mit all den Informationen, die wir heutzutage kriegen, mit Social Media, mit Podcasts auch, mit ach Gott, wir kriegen so viel Informationsüberfluss und dass ich mich in diesem Informationsüberfluss wieder ausrichten kann. Und das mit dem Matchen, das finde ich auch besonders schön, denn ich darf meine innere Energie dem ausrichten, was ich haben will, damit es matcht. In dem Moment, wo ich nämlich unzufrieden bin mit dem, was gerade da ist und sage, boah, das ist scheiße und hier habe ich keinen Bock drauf und ja, das macht alles keinen Spaß und dann ist draußen noch so und ach, guck dir mal die politische Situation an und die Wirtschaft geht den Bach runter und blablabla. All diese Sachen, ne? Wo man sich, ne?
Und aber eigentlich hätte ich vielleicht ein Ziel, das ganz anders aussieht. Aber vielleicht habe ich das auch genau deswegen, weil mir diese Situation nicht gefällt. Aber mit dieser Energie werde ich das niemals matchen können, erreichen können. Das passt einfach nicht. Das heißt, ich darf mich im Inneren schon mal ausrichten und nochmal neu ordnen und nochmal schauen, dass ich meine Energien sortiere und verstehe, welche Energie ist meine und welche will ich behalten und was ist hier, was sind das für Gedanken und Glaubenssätze und dass ich da mal drauf schaue und mal sortiere. Und dann kann ich nämlich diese Energie wieder matchen und kann mich auf diesen Weg begeben und auch leichter vor allem. Dann muss ich, das ist dann nämlich keine harte Arbeit mehr, um da hinzukommen und kein Hasseln mehr und kein was auch immer, sondern ich gehe einfach, passiert dann einfach. Dann, das ist dann das Leben, der Fluss des Lebens. Genau. Es ist ganz hilfreich, das auch so zu erkennen, weil wir ansonsten immer, metaphorisch gesprochen, am Rennen sind. Viele kennen so den Ausdruck, ich fühle mich wie im Hamsterrad, ich fühle mich wie in einer Gelebtwerdenfalle, ne? Auch wenn ich mich an mein früheres Leben zurückerinnere. Immer machen, 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 rennen, 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 metaphorisch gesprochen. Das Ding ist aber, wir dürfen uns im Gedanken öffnen, dass wir empfangen dürfen. Wir Frauen haben ja unter anderem auch deshalb einen Schoßraum. Wir empfangen. Und wir dürfen uns dem auch hingeben und uns dem Gedanken öffnen, dass alles andere Konditionierungen sind. Ich muss dies und jenes machen, um zu. Ja, natürlich, wir sind auf gewisse Art und Weise in einem Tuniversum, also den Heiligen Gral, dass es irgendwie Dinge vom Himmel regnet, so sehr ich mir das auch vorstelle, metaphorisch gesprochen, den habe ich auch nicht. Nur, ich habe gelernt, Impulse vom universellen Feld zu empfangen, die wirklich meinem Herz, meiner Seele entsprechen und denen dann zu folgen. Das ist das Tun, um zu empfangen und diesen Prozess sich hinzugeben. Das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich von unserem Qualitätsoberbeauftragten, von unserem Kopf her, von der Ratio her, Dinge mache, 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 rennen, 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 rennen. Um dann nicht wirklich da anzukommen, wo ich eigentlich hin möchte, nämlich in die Freude, in den Spaß, in die Leichtigkeit. Also Leichtigkeit in Anführungsstriche, weil Veränderung findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Das ist leicht, aber ist halt völlig ungewohnt. Und das ist wiederum das Gefühl Schwere dabei, diese Dinge dann auch zu machen, die es eigentlich zu machen gilt. Das darf man auch mal verinnerlichen. Ich habe mir irgendwann gesagt, hey, das ist wie so das Salz in der Suppe. Das ist das Leben, das ist wie das Salz in der Suppe. Und wenn es mir mal total gefühlt schwerfällt, etwas umzusetzen, simple Frage, wie kann ich dabei jetzt Freude, Spaß und Leichtigkeit haben? Was braucht's? So, und dem gilt es dann auch wiederum zu folgen. Und der Impuls, der dann so oft kommt, ist, der Kopf sagt, jetzt mach das hier noch am Computer fertig und, und. Aber der Bauch sagt oder das Herz sagt, nee, jetzt mach mal Computer zu. Wenn ich an das frühere Leben zurückdenke, mach mal einen Spaziergang im Wald, atme mal durch, sei einfach mal, gib dich dem Prozess hin, empfang mal. Oder bezogen hier auf Zypern, wo ich ja gerade bin, mach Computer zu, chill mal, geh mal einen Strandspaziergang machen. Und schon fließt es wieder. Weil als wir mal hierher gekommen sind, wir mussten uns ja auch nicht anstrengen, um unser Ziel irgendwann aus dem Bauch von der Mama auszuchecken, zu erreichen. Wir waren einfach und jeden Tag war Zellteilung da. Wir sind als fertiges Menschlein ausgecheckt. Das war ja nicht schwer, wir haben es einfach geschehen lassen. Ja, für die Ratio, für den Kopf klingt das ein bisschen seltsam. Warum klingt seltsam? Weil es uns immer auf eine andere Art und Weise beigebracht wurde. Dass es ganz schwer ist, dies oder jenes zu erreichen oder dass es nur auf dem und dem Weg geht und dass man halt immer nur das macht, was halt alle machen. Aber wenn ich andere Ergebnisse haben möchte in meinem Leben, naja, dann darf ich vielleicht auch mal
vielleicht mal alles in Frage stellen und mich mal fragen, habe ich handfeste Beweise dafür, dass das nur so ist? Nee, habe ich nicht. Und was wäre denn die Alternative, mal der andere Weg zu gehen? Und schon bin ich wieder bei den Impulsen. Ja, und jetzt würde ich dich bitten, als Zuschauer oder Zuhörer mal ganz kurz die Augen zu schließen. Die folgenden Worte, die ich jetzt sage, wirklich mal bewusst aufzunehmen, weil wir können das jetzt einfach anhören und dann auch wieder denken, ja, ist klar, sondern dein Leben ist nicht dazu gedacht, schwer oder anstrengend zu sein. Du musst dich nicht beweisen. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du musst dich nicht behaupten oder irgendwie nach Belohnung streben oder um Bestrafung fürchten. Dein Leben ist dazu gedacht, leicht zu sein, freudig zu sein, voller Liebe. Und diese Worte, lass die mal bitte nachhallen. Es ist ganz, ganz wichtig. Lass diese Worte mal nachhallen. Lass die mal wirken in dir. Schau, was passiert, was dein Kopf dir sagt. Schau, was dein Herz dir sagt. Schau, was dein Körper dir sagt, symbolisiert. Und es kann auch sein, dass der Körper sich erstmal so unbequem anfühlt bei den Worten so. Und man denkt so, hä, sollte sich das nicht leicht anfühlen, diese Worte zu hören? Es kann auch sein, weil das System in dem Fall vielleicht einfach das andere so sehr gewohnt ist, dass es sich darin gemütlich gemacht hat. Dass das Leben schwer sein soll oder so. Oder dass wir uns vor irgendeiner größeren Macht später, wenn wir sterben, behaupten müssen und zeigen müssen, hey, oder so. Ich habe so wenig in Sünde gelebt, ich habe so wenig. Ich habe so viel gemacht und so wiegt es das jetzt nochmal auf, was ich alles gemacht habe. Ohne jetzt den Glauben irgendwie angreifen zu wollen oder so. Das möchte ich jetzt gar nicht, darum geht es nicht. Nur wir sind nicht gekommen, um uns behaupten zu müssen, um was beweisen zu müssen, um irgendwie eine Aufgabe zu erledigen, um was Schweres oder dafür sind wir einfach nicht da, sondern wir sind da, um Erfahrungen zu sammeln. Um Freude zu erfahren, um Liebe zu erfahren, um zu wachsen, um frei zu sein. Und der erste Schritt ist, sich das mal bewusst zu machen. Deswegen habe ich darum gebeten, die Augen zu schließen und das mal wirken zu lassen. Weil klar, ich kann mir das jetzt einfach angucken. Naja, gut, Augen schließen ist jetzt nicht so wichtig. Ich gucke mir das hier an. Denke ich so, ja, okay, klingt schön und so, ne, so. Und dann mache ich aber alles nochmal genauso wie vorher. Aber das funktioniert so nicht. Und da muss ich leider enttäuschen, aber das funktioniert so nicht. Also wir dürfen die Sachen dann halt wirklich auch machen, fühlen. Und wenn es nur das Fühlen ist, das ist ja jetzt keine schwere Aufgabe in dem Sinne. Ne? Es ist wirklich so einfach. Und auch da sucht man dann gerne mal wieder eine schwerere Aufgabe, weil man denkt, so einfach kann es ja nicht sein. Ich muss ja jetzt irgendwie was Besonderes noch finden. Höre ich mir lieber noch einen anderen Podcast an, wo dann irgendwie tollere Übungen drin sind. Ja, okay, wenn dir das mehr hilft und du den Impuls hast, dann mach das. Aber dann mach es auch. Ja? Weil sonst kannst du dir 1000 Podcasts anhören und es wird sich nichts verändern. Wir sind eh Meister im Wissen geworden. Aber wir sind keine Umsetzungsmeister. Darum geht's. Das Wissen auch mal umzusetzen. Weil dann kann ich auch andere Ergebnisse erzielen. Oder viel mehr da ankommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und da sind wir wieder dabei, auch mit dem Ziel zu setzen, das ich nicht erreichen kann, weil da kann ich vom Kopf her dem überhaupt nicht folgen. Der Kopf kommt dann immer mit. Der kann keinen Plan erstellen, wie erreiche ich es denn? Ja, wenn es um irgendein materielles Ziel geht, keine Ahnung, ein Auto,
Jetzt mal 20.000 Euro, dann kann ich vom Kopf her rechnen, okay, das kann ich jeden Monat zur Seite legen, entweder lease ich dann und zahle die Leasingraten ab oder ich spare das jeden Monat, bis ich dann die 20.000 Euro zusammen habe. Macht das Freude? Also mir hat sowas nie Freude gemacht, jeden Monat Geld irgendwo abzukapsen, um irgendwas zu sparen. Was in meiner Vorstellung war, mir um Geld keine Gedanken machen zu müssen und einige Konten zu haben über alles Geld. Das war mal mein Ziel. Und das macht dann auch Freude. Und das hat es wirklich damit auf sich, wenn ich ein Ziel habe, wo ich von der Logik, vom Kopf her keinen Plan habe, dann kann ich ja nur eines. Tag für Tag, Stunde um Stunde, diesen Impulsen zu folgen, die das Universum mir schickt. Und da diesen Weg genießen, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und in den Augenblicken die Wunder zu sehen, die wundersamen Dinge zu sehen, zu erkennen. Und auch auf welche wundersame Art und Weise das Universum da mit uns spricht und Botschaften schickt. Und da sind wir wieder bei den Impulsen, denen es zu folgen gilt. Ich denke, da haben wir eine ganz gute Basis geschaffen. Denk einfach mal drüber nach. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Millinamm.